Ja, hallo liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV, der zweiten Sendung am heutigen Vormittag. Und wir wollen nochmal auf deinen Australdollar gegenüber dem US-Dollar eingehen. Hier speziell dem Aussie, der ja hier schon unlängst auf der Godmode Trader Seite dargestellt wurde. Hier kurz vor 10 mit der Indikation dessen, dass ja hier das Währungspaar ja in einem Aufwärtstrendkanal verweilt, generell hier im Stundenchart, und wir aber hier so eine Art symmetrische Dreiecksbildung haben und mit einem neuen Tagestief durchaus das Risiko bestand, eben hier im Sinne dieser negativen FTSE-Logik hier auf Tagesbasis, die ganz klar ja fallende Notierung vorauswirft, eben hier die Gefahr an den Tag bringt, dass man weitere Tiefs generieren könnte. Interessant ist jedenfalls, und da müssen wir uns direkt dann gleich mal den Stundenchart nochmal aufrufen, dass der Markt zunächst hier an dieser Trendlinie Stundenchartintervall, wir machen das Ganze mal ein Stück kleiner, um es nochmal genauer zu visualisieren. So. An dieser Trendlinie zunächst scheint sich zu stabilisieren. Das neue Tagestief sozusagen findet jetzt keine direkte Fortsetzung, aber wenn wir in den 15-Minuten-Chart blicken und sozusagen das kleinere Bild uns aufwerfen, dann wird deutlich, dass man hier nach dem Ausbruch aus der Asia-Range, welche 36 Pips vollzog, Pullback hier an den heutigen Pivot-Point, Absack auf neue Tagestiefs, wir jetzt hier mehr oder weniger ein Pullback sehen. Also Abprall von dieser Trendlinie freilich, aber auch hier der Ausbruch unter das jüngste Tagestief, welcher hier erfolgt hatte, der wird hier praktisch aktuell sozusagen per Pullback angetestet. Und wenn wir sehen, dass das Währungspaar während der letzten 14 Tage sich im Schnitt rund 90 Pips bewegte und wir aktuell knapp 60 Pips gelaufen sind, sehen wir, dass der Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier durchaus weiteres Abwärtspotenzial hat. Und wenn wir das Ganze hier ein Stück weit nochmal nach einstauchen sozusagen, dann haben wir hier vom aktuellen Tief ausgehend eben nochmal diese gut rund 30 Pips bis zur Average True Range, die hier im Ausdehnungsfall Verluste bis rund 0,7694 zulassen würde. Ansonsten haben wir hier als erstes das Tagestief bei 0,7703. Und wenn wir jetzt hier nochmal auf die Analyse gehen, dann wirft die FTSE-Vektorlogik hier Intraday-Tiefs raus in genau diesen Bereich, der hier sich eben findet, um 0,7688, zwischen 0,7688 bis 0,7704. Und genau diese Zone kann durchaus noch erreicht werden. Der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, den wir übrigens heute Morgen im Devisenradar hatten, den können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Hier an dieser Stelle versucht sich gerade hier über den Pivotpunkt rauszuziehen. Das war ja praktisch so das Alternativszenario. Die übergeordnete Schwäche stach ja förmlich ins Auge. Am Vortagestief sehen wir hier, der US-Dollar-Schweizer Franken dreht nach oben gerade auf. Und wenn wir hier über den Pivot-Point rausziehen, was ja per se für eine US-Dollar-Stärke spricht, dann kann es hier auch deutlich weiter nach oben rausgehen. Und dies dürfte hier dem Australdollar gegenüber dem US-Dollar grundsätzlich zur weiteren Schwäche verhelfen. Sie sehen hier aktuell auch die Kerze. Es reicht aktuell nicht so recht, hier eben über dieses Pullback rauszuziehen. Wir gehen nochmal in den M5 rein. Sehen wir uns noch ein Stück weit deutlicher. Die Kerzen erschöpfen sich jetzt mehr oder weniger. Und ja, im Sinne dessen, dass wir hier praktisch an dem Ausbruchslevel aus der Asia-Range hier und sozusagen jetzt nochmal nach unten orientieren könnten, ist das eine sehr, sehr interessante Situation, die ich eben jetzt hier in der Sendung nochmal unter die Beschau nehmen wollte. Allerdings Obacht, wenn das Währungspaar eben jetzt hier nicht nach unten durchsackt, also jetzt im Bälde weitere Schwäche generiert, dann sind die Risiken gegeben, dass wir hier nochmal den Pivot Point ansteuern. Und wenn wir dann eben uns hier mehr oder weniger stabilisieren und auch diese Asia Range sozusagen wieder zurückerobern, dann ist eigentlich das Short Setup passé, denn dann dürfte es entweder mehr zu einem Tauziehen kommen oder aber der Markt sogar dann wieder nach oben aufdrehen. Aber das grundsätzlich bärische Setup vom Morgen, auch im Sinne der FTSE-Logik, auch im Sinne der bisherigen schwachen Tendenz, scheint sich jetzt mit diesem Pullback durchaus wieder fortsetzen zu können. Ganz interessant, beobachten Sie einfach mal den Australdollar gegenüber dem US-Dollar, was er denn die nächste Zeit so machen wird. Scheint in jedem Fall ein Blick wert. Parallel dazu natürlich auch der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, der sich jetzt just hier an einem neuen Tageshoch versucht. Also in diesem Sinne, Augen auf. Ich wünsche Ihnen noch erfolgreiches Handeln. Wenn Sie mögen, hören wir uns später nochmal zur US-Beschau wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.